Ja, also der Workshop für Hunde und Katzen, ganz wichtig mal zu Beginn, ist natürlich immer die Frage, was mache ich eigentlich? Also wie klebe ich, was, wo und warum klebe ich? Ganz wichtig ist zu unterscheiden. Es gibt zweierlei Möglichkeiten zu kleben. Ich kann an Ort und Stelle des Problems kleben oder ich kann eben auf den ganzen Meridianen eben kleben. Und da unterscheidet sich Folgendes: Wenn ich Verletzungen habe, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn ich ein organisches Leiden habe. Verletzungen, die klebe ich in der Regel immer an Ort und Stelle. Und ein organisches Leiden, also zum Beispiel ja, Nierenprobleme oder Pankreatitis oder eine Gastritis etc. etc., das klebe ich eben auf die Meridianpunkte, also auf die sogenannten Akupunkturpunkte. Ich habe hier auch die Fibel, macht da ruhig, wenn ihr wollt, auch einen Screenshot. Ihr habt links die englischen Kürzel und rechts eben die deutschen, dass ihr wisst, ja, weil wenn ihr Bücher kauft, es gibt auch deutsche Bücher, wo manchmal trotzdem die Kürzel in Englisch sind. Aber einfach, dass ihr hier wisst, welches ist für was. Also die Gallenblase, GA, Blase, BL, etc. etc. Also das mal ganz wichtig. Immer zuerst schauen, was habe ich, was muss ich kleben. Also Verletzungen klebe ich eigentlich immer an Ort und Stelle, da wo es schmerzt, da wo es weh macht. Dann wichtig, Frage kommt oftmals bei den Kunden. Ja, muss ich dann die Haare wegmachen beim Hund? Muss ich das Fell schneiden? Muss ich den Hund rasieren? Nein, das muss man auf keinen Fall machen. Die Patches kleben eigentlich sehr gut auf dem Fell. Manchmal hilft es, wenn man das Fell ein bisschen, einen kleinen Scheitel macht oder ein bisschen zur Seite nimmt. Aber es reicht auch, gerade bei Katzen, wenn man die Patches wirklich einfach ins Haar, also in das Fell reindrückt. Also einzelne Haare so rausnimmt und das wirklich ans Haar klebt. Es muss nicht auf der Haut kleben, dass es eine Wirkung hat. Das ist noch ganz wichtig. Man kann es auch auf einen Verband oder auf einen Gips oder auf einen Body kleben. Bei Hunden kann man es sehr gut auch in ein Halsband kleben. Da kommen wir dann noch dazu, wie und warum dass man das machen kann. Und ja, einfach dran denken, oder man muss es ausprobieren. Die Hunde, die sind meistens wie immer kooperativer wie die Katzen. Man muss das Tier ein bisschen ablenken und bei den Hunden ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Die lassen das in der Regel recht gut kleben. Ja, die Katzen, die putzen sich natürlich immer und da kann es dann eben schon passieren, dass eben so ein Patch nicht hält oder dass sie das sofort runterholt. Und da schauen wir dann auch gleich, was man da tun kann. Also ihr seht jetzt hier mal ein paar Bilder, wie das geklebt werden kann. Wie gesagt, es muss nicht wirklich auf der Haut drauf sein, sondern es reicht wirklich, wenn es auf dem Fell, also im Haar klebt. Dann ganz wichtig, es gibt Sandwich-Klebungen und es gibt die Achterklebung. Eine Sandwich-Klebung, das sind einfach zwei Patches aufeinander drauf, also wie ein Sandwich. Das wird oft gemacht, wenn man zum Beispiel Ice Wave klebt bei Schmerzen und das ist auch entzündet, es braucht ein bisschen mehr, dann kann man mit Eiern verstärken. Also wir machen dann einfach das Eiern auf zum Beispiel den braunen Patch vom Ice Wave, also das können auch zwei weiße übereinander sein. Oder beim Tier habe ich eigentlich die Erfahrung, dass die Achterklebung fast besser ist. Also man hat denselben Ort, den man klebt. Vorteil ist einfach, dass wenn man im Acht klebt, man hat eine größere Klebefläche. Und es ist auch nicht so schwer, wenn man die Patches wirklich als Sandwich klebt, dann kann es schon passieren, dass das Patch auch schwer wird. Und gerade bei längerem Haar, ja, kann es mal geben, dass es dann eben nicht so lang hält. Also, dass ihr das einfach wisst. Wie gesagt, von der Wirkung her ist es egal, ob ihr jetzt acht klebt oder Sandwich, das macht eigentlich keinen Unterschied.
Wichtig ist auch noch zu wissen, dass ich das nicht vergesse, das Patch, das wirkt nicht nur am Akupunkturpunkt, also da, wo ihr es klebt, sondern das ist so faustgroß, also das, die Umgebung wird mehr abgedeckt. Also es ist nicht wie bei der Nadel, wo ich wirklich genau den Punkt stechen muss, dass das dann auch klappt, sondern es ist wirklich so, dass das einen größeren Bereich abdeckt und von dem her ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn man zum Beispiel ja nicht genau an Ort und Stelle klebt, wo man eben auch nadeln würde. Also, dass man das auch weiß. Ganz wichtig, wir haben die verschiedenen Patches, wir haben die Einzelkleber, X39, Eon, Glutathion, Carnosin, SP6, Alavida und Nirvana. Das sind die Patches, die einzeln sind. Das sind also in der Packung immer 30 Patches drin. Und bei diesem Kleber hat man dann auch 30 Anwendungen. Bei den Doubletten, also Energy Enhancer, Ice Wave und Aqualife, da ist es so, dass man auch 30 Patches hat, man hat aber nur 15 Anwendungen, weil man eben den braunen, den negativen und den positiven, den weißen benutzen muss und wie gesagt 15 Anwendungen. Was aber ganz wichtig ist, beim Tier könnt ihr in der Regel länger kleben, das heißt, ihr lasst die Patches ohne weiteres 3 Tage drauf. Da gibt es zu sagen, bei heftigen Schmerzen kann es schon sein, dass Sie das Patch schneller wechseln müssen. Also das ist möglich, weil bei heftigen Schmerzen kann es sein, dass sich das Patch schneller aufbraucht. Ihr merkt das, gerade wenn der Hund oder das Pferd oder eben die Katze besser läuft, es geht ihnen wieder besser und dann plötzlich lässt das Patch nach, dann merkt ihr das. Also gerade wenn der Hund dann wieder schlechter hochkommt, er hat wieder mehr Schwierigkeiten anzulaufen, dann ist das Patch aufgebraucht. Wichtig ist, das kann es wirklich geben, wenn akute Verletzungen sind. Es kann sein, dass man vielleicht bei einer akuten Verletzung 1-2 Tage, vielleicht auch mal 3 Tage, das Patch jeden Tag neu klebt. Es kann aber wirklich sein, dass wir dann nach 2-3 Tagen merken, okay, das hält länger und dass man es dann wirklich belassen tut. Also wie gesagt, in der Regel lasse ich das so 3 Tage drauf und dann wechsle ich es. Und es gibt manchmal so ausschleichende Sachen, eben Verletzungen oder so, wo ich dann auch sage, ja, am Schluss geht man vielleicht so alle 5-6 Tage nochmal mit einem neuen Patch dahinter und lässt das dann auslaufen, wenn es dem Hund oder der Katze oder dem Pferd dann auch wieder gut geht. Also das ist auch eine Möglichkeit. Aber eben die Patches können beim Tier länger belassen werden als beim Menschen. Ganz wichtig. Ja, wir schauen die verschiedenen Patches an. Also das Aqualife ist eigentlich für das Tier. Das ist ein Schmerzpflaster. Und wir schauen die verschiedenen Patches an. Wichtig, das Aqualife ist eigentlich dieses Patch, das wirklich für Pferde entwickelt wurde. Kann aber sehr gut natürlich auch bei Hunden und Katzen eingesetzt werden. Es hat einfach einen stärkeren Kleber. Also es klebt besser auf dem Fell. Wir schauen das jetzt direkt an, die einzelnen Patches. Wir haben also das Aqualife und hier zusammen mit dem Ice Wave. Warum zusammen? Weil diese Patches genau die gleiche Wirkung haben. Beide Patches sind Schmerzpatches, die man wirklich einsetzt, wo eben akute Schmerzen sind. Das Aqualife hat, wie gesagt, einen stärkeren Kleber und das Ice Wave hat einen normalen Kleber. Ich habe die Erfahrung, ich klebe ja hauptsächlich Menschen, Hunde, Katzen. Ja, da kleben die wunderbar, die Ice Wave. Also ich brauche jetzt speziell für die Tiere, die ich behandle, eigentlich immer das Ice Wave. Und ja, wenn man Pferde hat, auf jeden Fall würde ich das Aqualife nehmen. Aber wenn man jetzt mal eine Verletzung hat, man hat kein Aqualife zu Hause, denkt dran, ihr könnt das Ice Wave ebenfalls verwenden, auch beim Pferd. Es ist wirklich nur der Kleber, der unterschiedlich ist. Ja, also bei allen Arten von Schmerzen, also akute Schmerzen, es lindert Schmerzen und entzündliche Prozesse, es löst auch Verspannungen oder Blockaden, es optimiert eben den Energiefluss und das ist ganz wichtig zu wissen.
Schmerzen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Blockade des Qis, also das Qi, die Lebensenergie. Wenn die irgendwo ins Stocken kommt, könnt ihr euch vorstellen, das ist so wie ein Gartenschlauch, wenn man da drauf tritt, ja, dann blockiert. Und genau das ist es, was dann eben Schmerzen macht. Und da helfen die Schmerzpatches auf jeden Fall, dass dieser Energiefluss wieder funktionieren kann. Das ist auch der Grund, wieso die Patches innerhalb Sekunden eigentlich wirken. Also es ist ja wirklich gerade beim Tier phänomenal, wie schnell die Wirkung ist, wie schnell die Tiere, wo man merkt, da geht was, das Tier kann besser gehen, es kann viel besser sich wieder bewegen und eben der Kopf ist nicht dazwischen. Ich sage immer, beim Menschen, da ist immer auch der Kopf dazwischen. Und das Tier, ja, das ist da ganz frei, das schaut, ja, merkt vielleicht nicht mal, dass man es klebt. Und man merkt aber, oh, da geht was, dem Tier geht es besser. Also das ist ganz, ganz wichtig. Knochenschmerzen, Arthrose, also auch Schmerzen, die schon länger sind, oder eben Wachstumsschmerzen kann es auch geben. Es gibt manchmal junge Hunde, die plötzlich hinken und dann weiß man nicht, hat sich der Hund jetzt vertreten. Das kann natürlich sein, aber eben es kann auch wie bei Kindern auch zu Wachstumsschmerzen kommen. Und da kann man eben auch, das sind dann eben Knochenschmerzen auch, da kann man auch mit Icewave oder Aqualife arbeiten. Aber auch bei Ohren- oder Halsschmerzen. Also wichtig, Schmerzen im Allgemeinen. Dann kommen wir zum nächsten Patch und das ist das Silent Night. Silent Night, ja, wie es sagt, stille Nacht, das ist ein Patch, das natürlich bessere Schlafqualität gibt, das Tier schläft besser. Vielleicht gerade auch bei Tieren, die unruhig sind in der Nacht. Kann man das einsetzen. Es regt die Melatoninproduktion an und das ist eben der Stoff, der wichtig ist, dass wir einen gesunden und tiefen Schlaf haben. Zur Entspannung, also wenn ein Tier vielleicht auf Reisen geht oder eben sehr aufgeregt ist, vielleicht jetzt, wenn irgendwann dann wieder Ferien sind und es geht vielleicht nicht mit der Familie mit in die Ferien, es geht vielleicht irgendwo ins Tierheim und wird dort untergebracht, das kann stressen. Und da wäre zum Beispiel zum Entspannen, eben um das Tier auch ein bisschen ja, runterzuholen, das Silent Night auch eine gute Lösung. Also bei Stress, bei Angst, bei Unruhe, aber auch bei Panik kann man es einsetzen. Auch bei Aggression, also ein Tier, das vor lauter Stress sich nicht anders weiß als eben mit Aggression. Auch da denkt an Silent Night. Es verbessert die Sauerstoffaufnahme im Gehirn, ganz wichtig. Von dem her auch ein Patch, das ich sehr, sehr gerne verwende bei Autofahrten. Also wenn das der Hund oder auch die Katze oder auch das Pferd Stress hat beim Autofahren, oder im Anhänger das Pferd, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man vorher schon dran denkt, 1-2 Stunden vorher, das Patch klebt. Es hilft eben, das Tier zu entspannen. Es hilft effektiv, dass es einfach ruhiger ist. Und da haben wir super gute Rückmeldungen. Also wirklich, ich habe sowohl Berater, die mir das berichtet haben, wie auch Kunden, die haben Tiere, die haben totalen Stress, wenn sie zum Tierarzt müssen. Der Hund hechelt, man hat manchmal fast Angst, dass sie demnächst eine Herzattacke machen. Und die sind ruhig, die sind entspannt. Und das ist wirklich ja, eine große Hilfe, weil das stresst eben alle. Es stresst das Tier, es stresst den Halter, es stresst aber eben auch teilweise den Tierarzt. Es sind, ja, wenn das Tier einfach so unruhig ist, wenn man merkt, es geht immer nicht gut. Also, denk daran, Silent Night. Ja, was ich noch vergessen habe, das habe ich gerade gesehen, das habe ich nicht aufgeschrieben, bei Feuerwerk. Denk dran, Feuerwerk, also 1. August in der Schweiz oder eben Silvester, Ballerei. Oder Schießen, ja, das sind natürlich auch Geräusche, die gewisse Tiere Panik schieben und da auch dann denken an das Silent Night. Also probiert das aus. Und wie gesagt, idealerweise klebt ihr es eben 1-2 Stunden, bevor ihr Auto fahrt. Oder ja, gut, Silvesterfeuer weiß man ja nicht genau, wann geht das los. Also bei uns, wenn wir erst August haben, da knallt es schon 2 Tage vorher.
Und wenn man halt ein Tier hat, das wirklich sehr stark darunter leidet, ja, dann macht es halt Sinn, da schon 2-3 Tage vorher anzufangen und das halt dann ein paar Tage ja, einzusetzen. Sind schon Fragen gekommen, Corinne? Nein, im Moment noch nicht. Ich hätte eine Frage. Ich denke nicht in dem Fall. Dann kommen wir zum Energy Enhancer. Dieses Patch ist auch eine Doublette. Es belebt den gesamten Meridian. Es reduziert ebenfalls Schmerzen und Schwellungen. Ganz wichtig, das Energy Enhancer, das ist oftmals bei chronischen Schmerzen das bessere Pflaster oder Patch als IceWave. Also wenn ich akute Schmerzen habe oder entzündende, also entzündliche Schmerzen, dann ist das IceWave das Richtige. Habe ich aber einen Schmerz, der schon lange ist, der chronisch ist, dann ist oftmals das Energy Enhancer das, was besser ist. Es bringt das Ganze noch besser zum Fließen. Es reduziert, wie gesagt, Schmerz und Schwellungen. Es harmonisiert auch den Magen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das auch notiert. Also es beruhigt, es harmonisiert den Magen. Das heißt auch, wenn es einem schlecht ist, bei eben Autofahrten, also wenn ich einen Hund habe zum Beispiel, der Stress hat beim Autofahren, dann ist es das Silent Night. Habe ich aber einen Hund, der Stress hat und zusätzlich dann auch noch erbricht, es wird ihm schlecht, er hechelt wie verrückt, dann natürlich beide Patches kleben. Wo genau die geklebt werden, das schauen wir nachher noch miteinander an. Aber wie gesagt, auch immer daran denken oder eben auch, wenn ihr mal, ja, aus irgendeinem Grund, es ist dann plötzlich schlecht, dann ist es das Energy Enhancer. Also Reiseübelkeit, Erbrechen, es reguliert auch die Milz. Es unterstützt und reguliert und stärkt das Qi, eben die Lebensenergie. Es verkürzt auch die Regenerationszeit, also gerade wenn ein Hund zum Beispiel oder eine Katze ein Beinbruch hatte und das braucht ja dann auch eine gewisse Zeit, bis sich das verheilt. Und wenn man eben da auch Energy einsetzt, verkürzt es einfach die ganze Regenerations-, also die ganze Rekonvaleszenzzeit. Und das ist ja sehr wichtig, weil gerade beim Tier, gerade wenn sie auch noch jünger sind, kann das auch viel Stress verursachen, wenn das Tier eben nicht spielen darf, nicht frei laufen darf. Was auch noch ein Nebeneffekt ist beim Energy Enhancer, es ist ein Produkt, das auch die Fettverbrennung anregt. Gut, klar, wenn der Hund zu dick ist oder die Katze zu dick ist, dann ist es natürlich wichtig, dass man daran denkt, die Katze auch ja, auf Diät zu setzen. Das heißt vor allem einfach gutes Futter füttern. Diätfutter, da halte ich nicht so viel davon, aber das wissen die, die mich besser kennen. Also auch die Ernährung des Tieres überdenken, also das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Aber eben, wenn ein Tier abnehmen muss, könnte man beispielsweise auch Energy Enhancer einsetzen, um eben den Stoffwechsel anzukurbeln. Bei Senioren stärkt es zusammen mit dem Konzeptionsgefäß 6. Das heißt eben bei Tieren, die einfach auch, ja, einfach alt sind, die nicht mehr so mögen, da kann man ja viel machen, dass die wieder ja, mehr in die Gänge kommen. Bei Knie, Beinschmerzen, Bauchschmerzen, Blähungen, Allergien, Asthma, Brustschmerzen, Husten, Störungen des Verdauungstrakts, Erbrechen, eben die Reiseübelkeit, Appetitmangel, Schwindel, Fieber, Bluthochdruck, Schlaganfall, psychische und physische Erschöpfung. Sind Fragen gekommen, Corinne? Nicole, es ist eine Frage von Nana. Du unterbrichst mich einfach, wenn Fragen kommen. Wir haben das EM, das reduziert den Zellstress, aktiviert körpereigene Antistresshormone. Also auch hier nochmal ein Produkt, das eben auch bei Stress einzusetzen ist. Und hier vielleicht auch noch eine Möglichkeit der Kombination, eben weil ein Tier sehr gestresst ist, eben zum Beispiel beim Transportieren oder so. Man hat das Silent Night, das wirkt eigentlich super. Ich habe da wirklich hervorragende Rückmeldungen.
Und wenn das aber eben mal noch stärker ist, dass man merkt, ja, es geht eigentlich immer besser. Aber wenn es einfach noch ein bisschen besser, noch besser gehen könnte, dann könnt ihr mit EM verstärken. Also das ist dann eine gute Lösung, weil das eben Stress abbaut. Es harmonisiert auch den Herzrhythmus. Ich glaube, sie hört uns nicht. Kann das sein? Es gleicht das vegetative Nervensystem aus. Es fördert die Entspannung. Es reguliert den Säure-Basen-Haushalt. Das ist also auch ganz wichtig, wenn das Tier übersäuert ist. Eben das kommt oftmals so bei Ernährungsfragen auch, wird das zur Diskussion. Und da auch dran denken, eher das wäre Säure-Basen-Haushalt, wobei natürlich auch das Futter stimmen muss. Da wären wir wieder bei der gleichen Geschichte. Und das Ziel ist es ja eigentlich nicht, mit den Lifewave-Patches einfach Symptombekämpfung zu machen, sondern ja, das Problem eigentlich bei der Wurzel anzupacken. Und wenn ich natürlich ein Tier habe, das einen sehr unausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt hat, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr ja daran denkt, dass ihr das einsetzen könnt, dass ihr das hier auch benötigt. Es verbessert die Organfunktion, also auch eben bei Organleiden, auch Nierenproblemen etc. Auch da daran denken, Ehren einzusetzen. Es aktiviert den körpereigenen Antistress, also die körpereigenen Antistresshormone, und bei Angst- und Panikattacken als Verstärker zusammen mit dem Silent Night und ganz wichtig, immer bei Entzündungen. Also sobald ich eigentlich eine entzündliche Geschichte habe, sei es ein entzündeter Hals, sei es eine entzündete Verletzung etc., Ehren oftmals eben als Verstärker einsetzen. Es verlangsamt eben auch den Alterungsprozess. Jetzt muss ich schnell fragen, Corinne. Ich habe gerade Nicole Wern, die mich versucht hat zu erreichen. Die war vorher im Chat, also die war drin im Zoom. Nicole, ich glaube, du hörst mich nicht. Ich weiß nicht, ist die rausgefallen? Siehst du das? Nicole, du hörst mich nicht. Mache deine Zettel. Sky, warte. Geh zum Ab. Warte mal. Ich höre dich nicht. Ich weiß nicht, ob du versucht hast, Nicole, zu sprechen. Nicole, du hörst uns nicht. Irgendwie ist ein Problem mit deinem Mikrofon, glaube ich. Ich schau mal schnell nach. Sorry. Telegram. Ich muss gerade schnell gucken. Ich kann natürlich das Telefon nicht abnehmen, während... Doch, die ist ja da. Naja, gut. Okay. Dann machen wir doch weiter. Das nächste Patch wäre das SP6. SP6 stärkt mal zuerst auch das Immunsystem, ganz wichtig. Dann stimuliert es die Funktion des Hypothalamus, also das ist so die wichtigste Schaltzentrale im Gehirn. Und es fördert eben die Hormonregulation, auch wichtig bei Schilddrüse. Und da ist es dann egal, ob es eine Über- oder eine Unterfunktion ist. Es unterstützt die Appetitkontrolle, also kann auch wieder bei zu dicken Tieren auch helfen. Natürlich mit der umgestellten Ernährung, harmonisiert ebenfalls die Organfunktionen nach Kastration wegen der Hormonregulation, bei Hitzewallungen, schützt die Muskelmassen bei Ödemen und Lipomen. Und eben ganz wichtig, also im Tierbereich setze ich SP6 vor allem, ja, am meisten eigentlich mit Hormongeschichten ein. Also Dauerrolligkeit bei Katzen oder einer meiner Hunde, einige wissen das, habe ich schon erzählt an anderen Schulungen, einer meiner Hunde, der ist ganz verliebt. Also ich habe alles Damen, meine Hunde sind Damen, aber die eine ist eben ganz verliebt in meinen Kater und die steigt dann immer beim Kater drauf. Also ein bisschen eine verkehrte Welt. Aber das geht tagelang, stundenlang. Es ist wirklich, der Kater schreit dann auch immer, aber er findet es trotzdem toll. Er läuft ihr dann auch wieder nach. Aber ja, manchmal ist das also schon mühsam. Und da ist es wirklich ganz, ganz interessant, das anzuschauen. Ich klebe ihr dann mitten auf den Kopf, klebe ich ihr das SP6, dann geht das noch ein, zwei Minuten und dann ist es fertig. Dann steht sie nebendran und denkt so, was genau ist passiert?
ja, und sie hört auf und sie ist zufrieden. Sie geht dann meistens, ja, legt sie sich ins Bettchen und schläft oder ja, sie ist entspannt. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Da bin ich auch wirklich froh, wenn ich mal Rückmeldungen habe, gerade die Züchter unter uns, die ja oft auch mit Rüden oder Hündinnen ihre Geschichten haben. Da würde ich mich freuen auf Rückmeldungen. Wie erlebt ihr das? Setzt ihr das auch ein? Oder eben auch bei den Katzen, also an die Katzenhalter, an die Katzenzüchter. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht? Das könnt ihr auch auf Facebook in die Staff schreiben. Das ist auch sicher interessant für alle anderen, dass wir da uns eben austauschen. Also wie gesagt, SB6 vor allem bei Hormonsachen. Ganz wichtig, es stärkt eben auch die Psyche. Und ja, das ist eigentlich so das ganze Spektrum, was das SP6 abdeckt. Dann kommen wir zum Glutathion. Glutathion ist ein Stoff, den wir selber im Körper haben. Also es ist eines der größten Antioxidantien, die der Körper produziert. Und dieses wird zum Beispiel bei Müdigkeit, Schwäche, Erschöpfung eingesetzt. Es stärkt das Immunsystem und eben die Abwehrkräfte. Es reduziert Entzündungen in den Zellen. Es bindet Schwermetalle, Schadstoffe, hilft bei der Ausleitung, zum Beispiel von Impfungen oder ja, Antibiotika etc. Es entgiftet die Leber und sämtliche Körperzellen. Es unterstützt eben auch die Leberfunktion. Bei Nervenerkrankungen regeneriert die Haut, vor allem wenn man so nässende Geschichten hat, also eitrige Geschichten, nässende Geschichten, da ist oftmals dann das Glutathion bei der Haut einzusetzen. Verlangsamt den Alterungsprozess, schützt das Gehirn und steigert die Konzentration. Und daneben schützt es auch die Mitochondrien und steigert sportliche Leistungen, sorgt für rasche Erholung, also gerade die, die vielleicht auch ja, sportlich sind mit ihren Tieren, da auch dran denken. Das Glutathion setze ich oft ein. Ja, je mehr, dass ich arbeite mit den ganzen Patches, ist das eines der Patches, die ich enorm viel benutze. Eben auch bei Gelenksachen. Immer dran denken, auch bei Gelenkproblemen kann es sein, dass eben Flüssigkeit im Gewebe oder beim Gelenk ist. Das kann auch Druck verursachen am Gelenk. Das ist schmerzhaft. Und da hilft eben das Glutathion, dieses auch auszuleiten. Und da macht es wirklich Sinn, dieses eben auch in Kombination zum Beispiel mit Energy Enhancer zu kleben. Das schauen wir dann auch an. Ja, Verstopfung steht noch hier. Verstopfung, also wenn ein Hund und auch eine Katze natürlich verstopft ist, dann auch Glutathion, am besten einfach gerade am Schwanzansatz draufkleben. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Dann haben wir das Carnosin. Dies wird ebenfalls selbst vom Körper produziert und verbessert Kraft und Flexibilität, verbessert allgemein die Gesundheit, verbessert die bioelektrischen Eigenschaften der Organe, schützt das Gehirn und die Nervenzellen. Es regeneriert die Haut. Immer dran denken bei Insektenstichen, also Bienenstich, Wespenstich, aber auch ein Zeckenbiss. Dann unterstützt es die Aufnahme von Vitamin C und Vitamin E bei stumpfen Verletzungen, also wenn wir zum Beispiel eine Prellung haben, also eine stumpfe Verletzung ist eine Verletzung, die nicht offen ist. Da kommt kein Blut raus, es ist einfach stumpf. Ich habe mich vertreten, ich habe den Fuß verstaucht, das ist eine stumpfe Verletzung. Also da auch immer Carnosin und wichtig noch zu wissen, es kann müde machen, das ist jetzt beim Tier nicht ganz so wichtig, aber eben es ist, also beim Mensch vor allem natürlich ein Patch, das man vor allem in der Nacht drauf macht und ja, wenn man jetzt gerade eine Wanderung vorhat, es ist nicht gerade so, dass man einschläft, aber es macht eher müde, es braucht auch ein bisschen von einem, von dem her auch eher eben in der Entspannung, aber da man es ja bei Verletzungen einsetzt, da geht man weniger auf eine Wanderung, da ist dann eher Ruhe angesagt und eben das ist dann sogar entspannend für das Tier. Immer dran denken, Carnosin, immer bei Geschichten von Knochen, Gelenken, Knorpel, das ist ja Carnosin.
Dann haben wir noch das Alavida. Alavida aktiviert die Zirbeldrüse. Die hat auch Hund und Katze, haben auch Zirbeldrüsen. Und dies regt eben auch die Melatoninproduktion an. Ganz wichtig bei der Zirbeldrüse, auch bei Epileptikern immer dran denken und auch Hautprobleme. Und das sind dann oftmals eben eher die trockenen Hautprobleme. Also bei Hautproblemen, die eben Eiter bilden, die unschön offen sind, da ist es das Glutathion oder in Kombination mit Alavida. Habe ich aber eher geschlossene Hautprobleme, einfach Jucken, Rötungen, die nicht nässen, dann ist es das Alavida. Ja, dann haben wir das X39 unbedingt auch einsetzen bei den Tieren. Das ist ganz phänomenal, also vor allem, nicht nur, aber vor allem auch bei Katzen sensationell. Es repariert schon bestehende Schäden. Und was ganz wichtig ist, das X39 ist ein Stammzellenpflaster. Das heißt, Stammzellen, die der Körper hat, werden eigentlich reaktiviert. Und der Körper räumt halt einfach auf, ja, wo Not am Mann ist. Das heißt, es kann sein, dass man X39 für dieses oder jenes einsetzt und vielleicht nicht sofort eine Wirkung hat. Also das ist eigentlich vor allem beim Menschen. Beim Tier ist es eben schon speziell, dass man eigentlich, also vor allem bei den Katzen habe ich so geniale Erfolge mit X39. Die sind so hochsensibel, diese Tiere, und das ist fantastisch, wie das wirkt. Also wirklich, da bin ich immer wieder geflasht, wie das einfach funktioniert. Auch beim Hund und beim Pferd, also für alle X39. Aber eben bei der Katze habe ich sensationelle Sachen. Es verjüngt die Zellen in der DNA, es verlangsamt den Alterungsprozess bedeutend. Das ist auch interessant, dass man zum Beispiel merkt, dass Tiere ihr Verhalten auch, sie sind wieder wie jünger. Also ich habe zum Beispiel meine 8-jährige Lulu, der gebe ich auch X39 und die ist wieder viel verspielter. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ich habe zum Beispiel bei ihr, klebe ich immer das X39 von mir. Also ich klebe mir immer ein X39 und am Morgen, also ich nehme das weg dann am Abend, dann sollte man ja pausieren beim Menschen. Und am Morgen klebe ich hier dieses Patch, das ich bei mir am Abend weggenommen habe, weil beim Tier wirkt das noch nach, klebe ich hier dann das in das Halsband und es ist wirklich ganz, ganz spannend. Ich habe das einfach geklebt, weil ich gefunden habe, ja, ich nehme mich wunder, ob das noch wirkt. Und ja, und sie hatte zum Beispiel ein kleines Ödem, also so ein, nicht ein Ödem, ein Lipom am Bauch. Das hat sie schon, ja, das hat sie schon lange, also schon 4 Jahre oder so. Aber es ist nicht bösartig, nichts, es ist einfach so ein schwammiges Teil. Und ich habe ihr das, wie gesagt, aufs Halsband oder auf den Hinterkopf geklebt, das X39. Und das ist jetzt mittlerweile eigentlich praktisch ganz weg. Also es ist, war so groß, ja, wie ein 5-Franken-Stück und ist jetzt immer kleiner geworden. Ist jetzt noch, also vor kurzem war es noch erbsengroß und jetzt ist es auch wirklich ganz flach. Also man spürt es noch ganz, ganz leicht, aber es ist praktisch weg. Und ich denke schon, das ist wirklich das X39, weil sie hat das schon seit Jahren und ich habe sonst überhaupt nichts dran gemacht. Also es regt eben die körpereigenen Heilkräfte an, bei Energie, Vitalität, höhere sportliche Leistung, schnellere Erholung nach Training oder Wettkampf, verbessert klinisch erprobt die Gesundheit und Vitalität insgesamt. Geistige Klarheit, also gerade auch bei älteren Tieren, die auch schon ja ein bisschen so duselig werden, ja auch dement werden, also auch Tiere können dement werden, da auch wenn möglich schon vorher einsetzen, ein schöneres Hautbild und das Fell ist weicher. Das ist auch etwas, das man sehr gut beobachten kann. Dann schützt es eben in Räumen auch von Strahlungseinflüssen. Das ist auch noch ein Nebeneffekt. Es kann auch Schmerzen lindern und eben auch Entzündungen hemmen. Langfristige, dauerhafte Schmerzlinderung, also wenn man es über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel bei einem arthritischen Hund einsetzt, dann sieht man wirklich, dass das, ja, dass das hilft, dass das über die Länge geht es dem Tier besser. Es sind wirklich erstaunliche Geschichten, wo Hunde, die nicht mehr seit 2 Jahren nicht mehr ins Auto hüpfen konnten, können das plötzlich wieder. Also das ist wirklich spannend. Oder eben Katzen, die
die nicht mal mehr auf den Stuhl hochkommen und die dann innerhalb von 2-3 Stunden, nachdem man das erste Mal geklebt habe, schon wieder zu oberst auf dem Kratzbaum sitzen. Ja, das ist dann schon erstaunlich für die Besitzer. Ja, eliminiert Entzündungen und beschleunigt eben auch die Wundheilung. Folgende Anwendungsgebiete eignen sich besonders bei Hunden, Kleintieren, die Behandlung mit den Lifewave-Patches, also Schmerzzustände, Bewegungsstörungen aufgrund von akuten chronischen Veränderungen und Entzündungen im Bereich von Gelenken, Bändern, Muskeln, Sehnen, Arthrose, Lahmheiten, Hüftgelenksdysplasie, Rückenprobleme und Spondylose. Lähmungen, Bandscheibenvorfälle, aber auch Atemwegserkrankungen wie Husten, Niesen, Bronchitis, dann Allergien aller Art, sei es jetzt eben Allergien wie Heuschnupfen oder Allergien, die man an der Haut sieht, also Hautallergien. Bei akuten und chronischen Erkrankungen des Verdauungstraktes mit Durchfall, Verstopfung oder Erbrechen. Auch bei Inkontinenz, also Harnträufeln. Dann Unfruchtbarkeit, Störung während der Geburt, also wenn die Geburt nicht weitergeht, da haben wir auch schon ganz tolle Erfolge gehabt von verschiedenen Züchtern, allergisch und hormonell bedingte Hautkrankheiten, Ekzeme, Haarausfall, chronische Augenerkrankungen, chronische Entzündungen des äußeren Gehörgangs, Seh- und Hörstörungen, Altersbeschwerden, Immunschwächen, also die ganze Geschichte, natürlich Immunität, das ist eigentlich eine wichtige Geschichte, das könnte man zwar im Moment nicht meinen, aber ja, ist so. Befindlichkeitsstörungen, also Reizbarkeit, Ängste, Verlust der Freundschaft, also Lebensfreude. Tiere können auch traurig sein, sie können auch verstimmt sein, sie können auch, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt wirklich Tiere, die sind auch, ja, haben depressive Verstimmungen. Übermäßiger oder mangelnder Geschlechtstrieb. Oder eben bei Epilepsie oder allgemein neurologische Erkrankungen. Also das sind so diese Bereiche, die ihr abdecken könnt mit den Patches. Jetzt frage ich trotzdem nochmals, Corinne, hast du bis jetzt Fragen reinbekommen? Du hörst mich nicht, Nicole. Du hörst uns nicht. Ich höre dich nicht. Nein, du hörst mich nicht. Ah, jetzt höre ich dich. Sorry. Oh, super, Nicole. Es sind einige Fragen. Wollen wir die am Schluss packen, weil die jetzt sich aufgelaufen haben? Okay, dann schauen wir das am Schluss an. Sorry. Machen wir. Jetzt einfach, wenn wir die nächsten Sachen anschauen, dann können wir das auch, wenn ihr wollt, direkt dann besprechen. Und das, was jetzt vorher lief, schauen wir später miteinander an. Ganz wichtig ist, wenn ihr einen Hund oder eine Katze behandeln möchtet, dann ist es natürlich wichtig, eine Anamnese zu machen. Das heißt vor allem auch, wenn ihr manchmal in Facebook dann einen Fall erklärt und ihr schreibt, ja, ich habe eine Katze, die hat Schmerzen, was soll ich machen, wie soll ich kleben? Ich kann da keine Antwort geben, das ist mir unmöglich, also ich brauche mehr. Für euch natürlich wichtig, also ich schreibe mir von meinen Kunden die Tiere auch immer die Namen auf. Das ist wichtig, dass der Kunde ja weiß, dass ich noch weiß, dass seine Katze Freddy heißt oder wie halt auch immer, oder? Und schreibe mir das Alter auf, ich schreibe mir auf, ist es ein Männchen, ein Weibchen, ist es intakt oder kastriert? Dann natürlich, was fehlt dem Tier? Seit wann hat es das und gibt es eben auch einen ärztlichen Befund? Also das hilft schon, wenn ich einen ärztlichen Befund habe oder auch, ja, jetzt in meinem Fall kann ich auch Laborwerte anschauen und die auch verstehen. Das wird nicht vorausgesetzt, das ist logisch. Aber jetzt für mich ist das noch manchmal ganz aufschlussreich. Aber eben wichtig ist wirklich, dass ihr einfach ein bisschen fragt, wie ist denn überhaupt der Allgemeinzustand? Das wird viel zu wenig gefragt, dann ruft mich jemand an und sagt, ja, mein Hund hat das oder das und erzählt mir jenes und dieses. Aber ja, dann frage ich oftmals, ja, wie geht es denn dem Hund? Und das gibt mir natürlich enorm viel Aussage, wie akut das Ganze eben auch ist. Also wenn es dem Tier gut ist, dann ist es nicht so schlimm, weil auch hier, wir können mit Lifeway vieles machen, aber es gibt Situationen, wo wir ganz klar einen Tierarzt aufsuchen müssen. Und wir können nicht alles kleben. Also wir können unterstützen mit Kleben, wir können die Krankheitsgeschichte unterstützen, wir können das Ganze
beschleunigen im Heilungsprozess, aber wir haben ganz klar Situationen, wo man sagen muss, bitte gehen Sie mit Ihrem Tier sofort zum Tierarzt, oder? Und das ist natürlich wichtig. Darum will ich auch immer fragen, eben wie ist der Allgemeinzustand? Und wenn man weiß, das ist eigentlich okay, gibt es eben Therapien, kriegt der Hund oder die Katze, kriegen Sie Medikamente? Haben Sie sonst irgendeine Therapie, Wasserlaufart oder sonst was? Oder eben bei Medikamenten ist noch wichtig, Immunsuppressiva, das wäre dann nicht ideal, da könnte man dann nicht kleben. Also bei Immunsuppressiva ist eigentlich ein Punkt, wo man sagen muss, da möchten wir nicht kleben. Die Patches, die unterstützen ja alle das Immunsystem. Und wenn ich Immunsuppressiva nehme, dann will ich das Immunsystem eben runterfahren, weil der Hund zum Beispiel eine Chemotherapie bekommt. Und dann ist es natürlich kontrainitiiert, wenn ich klebe und das Immunsystem eigentlich auf Trab bringe. Das ist dann nicht gewollt. Und daher Immunsuppressiva, Hände weg, dann lasst ihr das sein. Ist der Hund dann in der Rekonvaleszenz und nimmt das nicht mehr, dann kann man dann das Tier unterstützen, aber einfach nicht während der Gabe von Immunsuppressiva. Was ich auch mache, ich habe mir Karteien gemacht für meine Kunden. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass ich den Kunden gut berate, dass ich weiß, was war da genau. Eben, ich schreibe mir diese Sachen, die ich hier notiert habe, auf. Ich habe das in meinem elektronischen Adressbuch auch alles drin, die ganzen Notizen. Ich markiere auch, wo hat die Katze Schmerzen, wo war das Problem. Eben, ist es eine Verletzung, ist es ein organisches Leiden? Also das ist wichtig. Beim Hund genau dasselbe. Also denkt da einfach dran, wenn ihr da beraten wollt, dass ihr da einfach auch richtig nachfragt. Ich merke einfach immer, bei vielen, die mich anrufen, die mir schreiben oder eben auch oftmals im Facebook fragen, dass ich einfach zu wenig Information habe, oder? Und das ist wichtig. Auch fragen, gerade wenn es dem Hund plötzlich schlecht geht, war er gerade beim Arzt, hat er Impfungen bekommen, wurde er gerade chemisch entwurmt oder hat er irgendetwas gefressen? Das sind auch wichtige Dinge, die man fragen sollte. Und wie gesagt, in gewissen Situationen muss der Halter zum Tierarzt. Ja, jetzt wo kleben, das ist immer so eine Sache. Also in der Regel kann man bei Hunden recht gut am Körper kleben. Bei den Katzen kann das manchmal recht schwierig sein. Ich habe mir dann Folgendes überlegt. Es gibt verschiedene Meridiane, die eben den ganzen Körper abdecken. Ich habe die hier mal eingezeichnet. Also wenn wir das vom Kopf aus anschauen, haben wir hier den Blasen, den Gallenblasen oder das Lenkergefäß. Die Blase geht hier außen rum, geht dann runter zu den Füßen. Hier die Gallenblase, die geht bis zu den Hinterfüßen. Und das Lenkergefäß bis zur Schwanzspitze, also von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze hin. Ja, warum ist jetzt das so wichtig? Ganz einfach, wenn ich eine Katze habe, die sich die Patches immer wieder runterholt, weil sie sich eben putzt oder weil sie das einfach nicht mag, dann ist der Nacken, also der Kopf im Allgemeinen, eine gute Stelle zu kleben, weil sie da schlecht rankommt. Und wenn man das auch mit Ablenkung macht, mit Streicheln macht, dann geht das eigentlich sehr gut. Und die Patches wirken dann eben, wenn man es hier am Hinterkopf klebt, doch über den ganzen Körper. Also ganz wichtig, man kann eben ein Ach kleben oder beim Hund, man kann da, wenn ein sehr großer Hund ist, kann man auch das auseinanderkleben, also so in etwa. Einfach, dass ihr mal da so die Idee habt. Diese Gefäße, also diese Blasenmeridiane oder eben der Gallenblasenmeridian, da seht ihr, also die Blase, die fängt am Innenauge an und geht dann auch über den ganzen Körper bis zu dem kleinen Zeh. Also das deckt eigentlich das ganze Tier ab. Und die Gallenblase, eben die fängt beim Außenauge an, geht dann runter zum Kiefer hoch, geht über den Brustkorb nach hinten und geht da runter bis zum mittleren
sehen, also beim zweitäußersten, beim Ringfinger, wenn man so will, also der Ringfinger an der Zehe. Ja. Also das ist das, das ihr einfach wissen solltet. Ich habe mir einfach Gedanken gemacht, ich habe TCM gelernt, ich habe aber nie aktiv Akupunktur betrieben, das möchte ich noch voraussetzen. Ich habe das nicht, ich habe selbst keine Akupunktur gemacht, aber ich habe das in dem Sinn gelernt, also die Praxis hatte ich in dem Fall nicht, aber eben die Theorie. Aber da ich ja eben von meinen anderen Berufen auch viel Ahnung habe, habe ich mir das dann angeschaut. Ich habe mich natürlich auch noch belesen und überlegt und habe mir dann gesagt, ja, wenn diese Meridiane eigentlich den ganzen Hund abdecken oder die ganze Katze abdecken, dann ist das ja im Kreislauf drin und die Rückmeldung geben mir absolut recht. Ich habe auch verschiedene Tierworkshops absolviert, eben auch bei verschiedenen Tierärzten etc., die eben auch kleben, auch in Deutschland beispielsweise. Und ja, die haben dann oft auch gesagt, ja, wenn es nicht geht, einfach mal auf den Hinterkopf kleben. Und ich habe mir das wirklich überlegt und wie gesagt, das hat eben mit diesen Meridianen zu tun. Das Lenkergefäß, das ist das, was von der Nasenspitze bis zum Vajan, Vajan ist die Schwanzspitze, geht, also wirklich über das ganze Tier hinweg. Und von dem her natürlich ganz wichtig, da decken wir wirklich alles ab. Also da ist nicht das Problem, dass wenn ich halt ja bei der Katze Bauchweh habe oder sie hat am Oberschenkel irgendwas oder eine Arthrose, da kann ich wirklich am Kopf kleben und es funktioniert eben trotzdem. Hier auch mal zum ja, zeigen die ganzen Punkte, wie beim Hund, also bei der Katze genau dasselbe. Und da ist eben ganz wichtig, der LG20, also das Lenkergefäß 20, das ist zwischen den Ohren, mitten auf dem Kopf. Man sieht es hier beim Menschen, ist es genau derselbe Ort, also hätte das Kind jetzt spitze Ohren, oder dann wäre es auch, es ist einfach hier mitten auf dem Kopf. Und hier beim Hund ist es einfach in der Regel zwischen den Ohren, bei der Katze auch zwischen den Ohren. Wieso ist das so wichtig ist, LG20 ist der Meisterpunkt für Kopf und Gesicht. Es ist das hundertfache Zusammentreffen, also ein Verbindungspunkt aller Yang-Meridiane. Und von dem her eben ein idealer Punkt, um wirklich alles abzudecken. Und ich habe wirklich super gute Rückmeldungen, weil ich habe viele Leute, die auch teilweise Hunde haben, die sagen, ja, das ist mühsam. Auch wenn es natürlich das Wetter nicht so ideal ist, die Füße werden schmutzig, sie werden nass und auf den Kopf klebt das eigentlich sehr, sehr gut, selbst wenn es regnet. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Aber einfach, dass ihr mal wisst, der LG20, das ist ein Meisterpunkt und darum ist er wirklich gut zu kleben. Ich möchte da einige Fragen schnell einfügen. Ja. Ich habe nur am Schluss so viel. Es kam die Frage von Nella, wenn die Katze bei diesem Punkt am Kopf halt das trotzdem wegkratzt, wo empfiehlst du es noch? Ja, da musst du ausprobieren. Aber ganz wichtig ist, da hat mich Anja, ist auch hier heute Abend, sie hat mich da aufgebracht und hat gesagt, sie nimmt eigentlich nicht das Patch und klebt es so auf die Katze drauf, sondern sie nimmt ein Büschelchen Haar, also ein Büschelchen vom Fell und drückt dann das Patch ins Fell, also nicht so, sondern sie nimmt das und klebt das so ins Haar. Dann merkt die Katze das eigentlich gar nicht. Ich habe das jetzt auch schon ausprobiert, meine mussten auch mal hinhalten. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also man klebt es dann in dem Sinn, man nimmt es nicht und klatscht es auf die Katze drauf, sondern man streichelt sie, man ja, nüschelt so ein bisschen in den Haaren rum und dann klebt man das. Das kann dann auch, macht auch nichts, wenn es dann ein bisschen aufsteht. Das ist egal, das funktioniert trotzdem. Probier das mal. Einfach wirklich wie nicht so draufkleben, sondern einfach ins Haar drücken, ins Fell drücken. Super. Und dann die nächste Frage von Hedy. Bei einem Hund, weißt du, die Kleb, wenn du den Patch auf das Halsband aufklebst, wenn sie da die Ecken, die Enden nach hinten kleben muss, weil das Halsband nicht breit genug ist,
ob das die Wirkung des Pflasters einschränkt. Nein, das kannst du trotzdem machen. Also wichtig ist einfach, den Patch nicht aufschneiden, also nicht halbieren oder so. Das solltest du nicht machen, aber ihn halt so ein bisschen an den Ecken. Du kannst dann auch noch einen Klebstreifen nehmen und den ums Halsband rum. Das geht, das ist wichtig. Aber eben nicht das Patch zerschneiden, das bitte nicht. Aber einfach das Patch um das Halsband rum und dann, dass es noch besser hält, nimmt man noch einen Klebestreifen und dann hält das tiptop, selbst wenn es regnet. Das geht. Und dann die Frage, wie lange wendet man die Pflaster im Allgemeinen an, wenn die Besserung da ist, noch weiter kleben oder dann aufhören? Ja, also ich höre nicht sofort auf, wenn es besser ist. Also ich sage jetzt, ich habe einen Hund, der hat eine Verletzung. Das dauert ja dann auch. Das merkt ihr selber ja auch. Ihr habt zum Beispiel den Fuß vertreten und das schmerzt. Man kann am Anfang fast nicht auftreten. Man hat wirklich weh. Es ist vielleicht auch geschwollen. Man muss kühlen. Man macht das Eiswave drauf. Und am Tag später merkt man schon, es ist besser, aber es macht immer noch weh. Und nach 3-4 Tagen hat man das Gefühl, ja, das geht recht gut, aber es gibt einfach so Bewegungen, die immer noch ein bisschen kneifen. Also es geht ja schon immer eine gewisse Zeit. Aber wenn man denn dann merkt, jetzt geht es dem Tier wieder gut, dann macht man das vielleicht noch eine Woche lang. Man klebt ja in der Regel alle 3 Tage und dann macht man es nochmal und dann vielleicht nochmal und dann ist gut. Also es ist nicht das Ziel, dass man dann noch 3 Monate kleben muss. Aber so eine Woche, 2 drüber kleben, also wo man das Gefühl hat, jetzt geht es wieder gut, noch ein bisschen kleben, das ist okay. Also das würde ich schon auch machen, aber länger müsst ihr nicht. Mhm. Dann betreffend Glutathion, was leitet Glutathion im Einzelnen aus? Allgemein einfach Schadstoffe aus dem Körper. Also das können eben auch Lymphflüssigkeiten, es können Schlacken sein, also eben auch Lymphstau, Eiter, das mobilisiert einfach, aber eben auch Schwermetalle, Schwermetalle, allgemein einfach zum Beispiel auch, wenn man eine Impfung ausleiten will, wobei jetzt Impfungen würde ich zum Beispiel immer auch noch zusätzlich mit Thuja ausleiten. Also das ist wichtig. Gut, jetzt da unsere neueste, tollste Impfung, die ja jetzt allen so unbedingt empfohlen wird, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber also da kann man das einsetzen. Gut, dann habe ich noch zu SP6 wegen dem starken Sexualtrieb eines Rüden. Mhm. SP6 kleben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch im Buch drin. Ich habe ja ein Buch gemacht für unsere Swiss Global Gruppe, also alle unsere Vertriebspartner. Und da steht das auch drin, wie ihr das machen könnt. Es ist halt auch ein bisschen ein Ausprobieren. Was wichtig ist natürlich auch, allgemein einfach den Hund auch runterholen. Das heißt wirklich, dass man ihn, ja, dass man einfach ein bisschen ein Programm macht, das ein bisschen low ist. Ja, nicht den Hund noch zu sehr zusätzlich stressen. Aber ist klar, wenn sie dann hecheln und machen, es gibt ja Hunde, die haben wirklich massiven Liebeskummer. Das ist unterschiedlich und eben Hypersexualität einfach wirklich mal ausprobieren. Gerade bei der Hypersexualität kann es auch sein, dass ich am Anfang SP6 klebe und dann ist er ruhig, es ist gut, nach 6-8 Stunden fängt es wieder an, dann klebe ich neu. Und dann kann es aber sein, dass nach ein paar Tagen, wo ich immer wieder mal geklebt habe, dass es dann länger anhält. Und dann mache ich es vielleicht nur noch all 2 oder all 3 Tage. Also es geht da auch eine Zeit lang. Und wenn natürlich eine Dame in der Nähe ist, ja, dann ist das klar, solange die gut riecht, ist das für den Hund schon recht stressig. Okay, die restlichen Fragen bringe ich später. Okay. Ganz wichtig ist, wie beim Menschen, wenn ihr klebt, sollte auch das Tier trinken. Klar, es ist logisch, dass ein Tier, das jetzt vielleicht zu euch in die Praxis kommt oder ihr seid bei jemandem, das ist dann schwierig, wenn gerade noch fremde Leute da sind, dass dann die Katze trinkt. Also das ist
nicht ganz so einfach. Es kann manchmal helfen, wenn man ein bisschen Milch oder ein bisschen Kaffeerahmen ins Wasser gibt, dass sie dann saufen. Aber wie gesagt, wichtig ist wirklich, dass sie eben auch trinken. Und ja, ich denke auch da, je natürlicher das Tier ernährt wird, je mehr Flüssigkeit hat es im Körper. Wenn es natürlich nur mit Trockenfutter abgefüllt wird, hat es dann halt eben auch das Problem, dass es allgemein einfach unter Dehydration leidet und dann wirken die Patches wahrscheinlich auch nicht ganz so ideal, wenn sie eben artgerecht gefüttert werden. Das ist einfach so. Ja, jetzt habe ich hier Klebungen, also so ist auch das Buch aufgebaut. Ich habe hier zum Beispiel eine Magen-Darm-Problematik. Der Hund hat zum Beispiel Durchfall oder eben Bauchweh. Man merkt, wenn der Hund Bauchweh hat, wenn er sich zum Beispiel immer wieder streckt, wenn er so die Füße streckt und den Po in die Höhe reckt und immer wieder nervös rumläuft und schmatzt. Das sind so ganz typische Anzeichen, dass der Hund eben Bauchweh hat. Und natürlich ist da wichtig, hat der Hund, konnte er Kot absetzen? Das ist immer eine ganz wichtige Frage, weil das kann, je nachdem, was er gegessen hat, was genau passiert ist, kann das auch mal ein Darmverschluss sein. Da muss man auch zum Tierarzt. Aber allgemein, wenn ich so ein bisschen Hunde habe, die zum Beispiel eben ein bisschen Durchfall haben, also im Moment ist ja jetzt die Düngerei wieder, geht los. Die ganzen Felder und Wiesen sind gedüngt, viele Gifte sind leider auf den Feldern und wenn die Hunde das frische Gras im Frühling fressen und das lieben sie, weil das frische Gras im Frühling, das hat einen hohen Zuckeranteil, ist sehr süß und dann fressen Hunde gerne eben frisches Gras und das kann dann Bauchweh machen. Und dann hat der Hund eben Durchfall, er muss vielleicht sogar erbrechen. Klar, man muss es beobachten, es gibt Situationen, wo man ganz klar zum Tierarzt muss, aber in der Regel hat ein Hundehalter das schon im Gespür. Jetzt ist es wirklich so, dass ich gehen muss oder okay, ich klebe mal. Und da habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen, wenn ihr das eben so klebt, wie es hier beschrieben ist. Also auf den Nacken. Und das ist auch eigentlich ein bisschen egal, ob ihr da ein bisschen mehr aufgeht oder ein bisschen mehr runter. Wie gesagt, das Patch deckt einen größeren Bereich ab. Und dann auf KG4, das ist das Tor des Ursprungs, Dünndarm-Konzeptionsgefäß, klebe ich hier am Bauch. Auch hier den Hund streicheln, ihn ein bisschen ablenken. Also bei meinen Beagles zum Beispiel, wenn ich sie ablenke und die das nicht merken, ist es kein Problem. Wenn sie schnallen, dass ich ihnen was klebe, dann holen sie es runter. Oder? Also da muss man wirklich, ist ein bisschen eine Typfrage, aber bei den Hunden, die lassen das recht gut. Und dann klebt man es mittig oder eben beim Brüten kann man das auch ein bisschen rechts oder links machen, weil da oftmals dann beim KG4 auch der Penis im Weg ist, kann man das auch ein bisschen auf die Seite, eher dann auf die rechte Seite nehmen. Wenn das jetzt nicht geht und das Tier das nicht belässt, dann habe ich eben noch die alternative Möglichkeit, die habe ich jeweils im Buch auch immer dokumentiert, dass ihr seht, okay, die Katze, da kannst du vergessen, dass du der am Bauch was kleben kannst. Das ist oftmals sehr, sehr schwierig. Es gibt sicher Katzen, wo das auch geht. Aber ja, manchmal muss man es so machen. Also dann kann man das am Kopf kleben, auch hier die Katze ablenken, spielerisch ein bisschen mit den Fingern im Haar rumwuscheln. Ja, man muss sich da schon ein bisschen Mühe geben bei der Katze, dass sie das kleben lässt. Und bei Hunden kann man das dann zum Beispiel eben auch so einsetzen. Und wie gesagt, das lässt man dann ein paar Tage. Und da ist es jetzt schon so, wenn der Hund jetzt einfach oder die Katze irgendwie Bauchweh hatte, ein bisschen Durchfall hatte und dann ist das gut nach einem Tag, dann muss ich nachher nicht noch eine Woche kleben. Da reicht auch, wenn ich einfach einmal klebe, ich lasse das 3-4 Tage drauf und dann ist gut. Wenn ich aber, wenn die Katze oder der Hund irgendetwas eingefangen hat, irgendeine Magen-Darm-Sache und es geht mehrere Tage, dann würde ich sicher dann noch circa eine Woche länger kleben. Das heißt, wenn es der Katze am Sonntag wieder gut geht, dann klebe ich am Mittwoch nochmal neu und dann vielleicht am Samstag nochmal neu und dann fertig. Also ich gebe den ganzen Sache einfach noch ein bisschen einen Schub, dass sich der Allgemeinzustand einfach verbessert. Ganz wichtig noch bei den Katzen, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das Patch an den Lieblingsort klebt. Also das ist noch eine Möglichkeit. Wenn die Katze das Patch gar nicht akzeptiert und wenn man das Glück hat und sie hat einen Stammplatz zum Schlafen, dann könnte man das Patch auch dort anbringen.
und dann liegt sie halt einfach drauf irgendwie, aber das geht auch. Das ist also auch eine Möglichkeit. Hier haben wir zum Beispiel Halsschmerzen. Ideal ist dann wirklich ja, links-rechts. Eben beim Hund geht das sehr gut. Bei der Katze vorne könnt ihr in der Regel wieder vergessen. Da müsst ihr eher hinten arbeiten. Oder? Und eben auch da wieder ablenken. Das ist, ja, die Hunde haben halt so Katzenpersonal. Das ist und bleibt so. Aber da haben wir wirklich tolle Feedbacks. Also ich muss sagen, ja, ich freue mich, weil ich am Anfang habe ich auch gedacht, ja, Katzen will, ja, die lieben Katzen, ja, die sind mühsam mit allem. Aber wenn man es eben schafft, sie zu kleben, dann helfen die Patches einfach phänomenal. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, das sind Klebeanleitungen, die eben auch in meinem Buch drin sind. Wir haben hier zum Beispiel Ohrenschmerzen. Da kann ich auch eben auf den LG 20 eben mitten auf den Kopf das Eon kleben. Das kann ein bisschen vorne oder hinten sein, das ist egal. Hinter dem Ohr, wenn es geht, da muss ich halt auch schauen. Vielleicht muss ich es ein bisschen mehr runternehmen. Da kann ich das Schmerzpflaster kleben. Das kann das Aculife oder das Ice Wave sein. Beim Hund geht das recht gut. Man kann es je nachdem, kann man es auch beim Hund noch weiter runternehmen. Man muss halt manchmal ein bisschen versuchen, wo lässt er es, wo macht er nicht ständig, flattert er nicht ständig mit den Ohren oder schüttelt sich. Also wie gesagt, ihr müsst halt da wirklich ein bisschen sensibel sein und das ein bisschen mit Ablenkung und ja, dann geht das eigentlich sehr gut. Man kann dann auch beim Hund, wenn er zum Beispiel eben Ohrenentzündung hat, hinten Ice Wave oder Aculife und vorne, vor dem Ohr, auf beiden Seiten, wenn eben die Entzündung stark ist, eben auch noch zusätzlich ein Eon kleben. Und für den Energiefluss wäre ideal sogar noch ein Energy zu kleben. Und das lässt man dann 3 Tage. Also das ist wichtig. Was noch wichtig ist, wenn jetzt so ein Patch mal runterfällt, sagen wir haben den Hund jetzt am Bein geklebt und es fällt plötzlich runter, ich sehe das Patch, aber ich finde es, dann kann ich das problemlos auch mit zum Beispiel einem Silikonpflaster befestigen. Das geht. Also das macht nichts, das wirkt genau gleich. Also einfach dran denken, nicht fortschmeißen, sondern ihr könnt das nochmals benutzen. Da haben wir zum Beispiel Blasenentzündungen, eben beim Hund klebt man es dann direkt in diesen Bereich. Und das Ehen auf den Tön Yang, das ist das dritte Auge, und bei der Katze halt alles wieder am Kopf. Man kann es versuchen, also man könnte bei der Katze auch am Bauch kleben, aber eben, also meine Katzen, entweder sind sie im Garten und jagen irgendwelche Schmetterlinge oder Mäuse, oder sie schlafen, oder sie fressen, oder sie putzen sich. Und sie putzen sich halt viel und da kommt natürlich das Patch in den Weg. Haben wir zum Beispiel Borreliose, ganz wichtig ist auch, schützt eure Hunde vor Zecken, aber schützt sie bitte nicht mit chemischen Produkten. Diese chemischen Produkte, das ist wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Diese chemischen Präparate, diese Spot-Ons und was es da alles gibt, das ist oftmals für die Gesundheit des Tieres viel schlechter als ein Zeckenbiss selbst. Es gibt Hunde, die schwer krank werden ab Zeckenbissen, aber es ist sehr selten. Ja, Fakt ist, wie immer, das Leben ist lebensgefährlich. Es ist einfach so. Aber Hunde jahrelang mit Spot-Ons zu kleben, welche ja Nervengifte enthalten, das ist für mich fragwürdig, oder? Es ist vor circa 2 Monaten, ist das sicher her, haben sie auf dem Puls, das ist eine Schweizer Gesundheitssendung, haben sie das gebracht, da hat eine Frau sich gemeldet und hat gesagt, ja, kann ich denn das Zeckenmittel auch für mich verwenden, welches ich sonst für meinen Hund verwende? Und da haben die Ärzte dann sofort abgeraten, ja, nein, das könnte sogar gefährlich sein und ja, und, und. Also ihr könnt das immer noch nachschauen auf Puls. Zeckenmittel. Und ja, schaut euch das an, also wo ich dann sagen muss, super, Otter, also für den Hund kein Problem. Und sensible Hundebesitzer merken das auch. Viele Hunde, wenn sie diese Spot-Ons bekommen, sind sie einige Tage ein bisschen balla-balla oder sie erbrechen sich auch öfter, weil dieses Gift, was in diesen Spot-Ons ist oder auch im Scalibo-Halsband, dieses Gift, das ist ein Fischgift, das man hier nimmt.
also ein Neurotoxin, das geht in die Blutbahn. Das heißt, der Hund muss eigentlich permanent leicht vergiftet sein, dass wenn die Zecke, und die muss ja dann zuerst noch zubeißen, dass sie dann eigentlich ja das Zeitliche segnet. Aber das Gift hat sie dann je nachdem eben trotzdem reingespritzt. Also von dem her, lasst die Finger weg von dem und klärt eure Hunde- und Katzenhalter wirklich über diese Vorgänge auf. Ich verwende Schwarzkümmelöl, ich habe hier sehr gute Erfolge und wenn mein Hund trotzdem mal eine Zecke hat, dann nehme ich die einfach raus und gut ist. Also Borreliose könnte man, das ist dann eine längere Behandlung, wo man dann schon ein halbes Jahr, Jahr lang kleben muss. Und da ist es sicher so, dass man in einer Akutphase auch wieder alle 3 Tage neu klebt. Und dann könnte sich das Ganze dann auch auf eine Woche rausschieben mit der Zeit, dass man dann einfach wöchentlich einmal neu klebt. Das Tier halt beobachten, schauen, geht es ihm besser. Sensible Halter merken auch, der Katze geht es jetzt besser oder dem Hund geht es besser oder jetzt ist es wieder ein bisschen schlechter und dann müsste man wieder wechseln. Aber das ist sehr gut machbar. Dann haben wir noch die chronische Nierenentzündung. Da ist das Wort irgendwie verschwunden. Also das ist chronische Nierenentzündung. Da würde ich auf jeden Fall das X39 bei der Katze am Hinterkopf kleben. Idealer wäre das auf Blase 23, das ist dieser Punkt hier bei der Katze, das ist Blase 23, das ist der Schubpunkt der Niere. Und da würde ich versuchen, das mal zu kleben. Also da müsst ihr halt wirklich probieren, ob sie es lässt. Wenn sie es nicht lässt, dann versucht ihr Energy auch noch hinten am Kopf anzubringen. Es ist einfach ein Ausprobieren. Aber ich würde bei einer chronischen Nierenentzündung, würde ich mal versuchen, ob sie es belässt, wenn man es links, rechts von der Wirbelsäule auf Blase 23 klebt. Also circa mittig von der Katze, links, rechts. Und immer links den braunen Patch, also da, wo das Herz des Tieres ist, links den braunen Patch und rechts den weißen. Oder eben, wenn das Tier irgendwo Schmerzen hat, es hat sich zum Beispiel, ich weiß doch auch nicht, den Fuß verknackst, es hinkt, es ist jetzt zum Beispiel das rechte Bein, dann klebe ich am Schmerz auf dem rechten Bein das braune Patch. Also beim Schmerz klebe ich immer das braune in den Schmerzpunkt und das weiße runter zum Fuß oder rauf zur Hüfte, je nachdem. Also da wichtig vielleicht dann auch mal die Schulung von Menschen besuchen, da erkläre ich das ganz genau. Und eben bei Schmerzen, also bei organischen Problemen, da versucht man eigentlich schon auf der linken Seite eben braun, auf der rechten Seite weiß zu kleben. Dann zum Beispiel Hotspot. Das ist jetzt so eine Geschichte. Hotspot ist oft eine akut feuchte Dermatitis. Das ist heiß, man spürt das auch, dass das heiß ist. Es süffert, wie man bei uns in der Schweiz sagt. Das heißt, sie ist so nässend, stinkt manchmal auch. Und da ist eigentlich dann diese Kombination. Also man macht Icewave links, rechts vom Hotspot. Man kann das Glutathion, solange es nässt, klebt man das Glutathion dazu. Und wenn die Nässung mit der Zeit wird es dann trocken. Also ich behandle gerade jetzt akut einen Hund damit. Und jetzt, wo es trocken ist, klebt man wie hier links, rechts auch wieder Icewave. Und dann statt das Glutathion, dann nimmt man das Alavita, wenn es eben am Abtrocknen ist. Idealerweise behandelt man einen Hotspot zusätzlich mit Stiefmütterchen. Ihr holt in der Apotheke getrocknete Stiefmütterchen, macht einen Sud und tut das mehrmals im Tag einfach leicht abtupfen. Stiefmütterchen wirkt extrem kühlend, also ist vom TCE mehr kühlend. Was auch geht, ist Löwenzahnsud. Das ist auch eine Möglichkeit. Besser wäre Stiefmütterchen, aber Löwenzahn geht auch, wenn man zum Beispiel keine Stiefmütterchen finden sollte. Also das wirklich geht sehr gut, ist sehr schnell verheilt. Hier zum Beispiel eine Klebung nach einer Kastration. Akut nach der Kastration kann man das auch direkt auf den Verband draufkleben, genauso wie es hier abgebildet ist. Da nehme ich dann links, rechts 2 braune Icewave und mache dann ein weißes und ein eher unten oder oben am Hund, wo es besser geht
und ein weißes Eis 12 bleibt eigentlich übrig, das könnt ihr eigentlich schmeißen, aber so könnte man es dann im Dreieck kleben, dann ist diese Wunde gut eingegrenzt und wie gesagt, ihr könnt das auf den Verband machen oder eben wenn dann der Verband weg ist, dann kann man auch so kleben wie hier. Meistens ist es dann aber nicht mehr schmerzhaft, dann kann man auch nur noch mit Carnosin kleben. Am Tag könnte man, falls es noch eine nässende Stelle hat, irgendwo auch noch ein bisschen Glutathion kleben. Das ist gut. Also es verheilt dann sehr, sehr gut, wenn man das gerade am Anfang auch mit Eiswave und Ehen unterstützt hat. Ganz wichtig ist, wie beim Menschen auch, ich kann vieles heilen, ich kann helfen, unterstützen mit den Lifewave-Patches, aber auch hier, ich kann eben ein junges Gesund hier auch unterstützen, dass eben die Knochen, die Bänder gut und stark werden. Natürlich ist da die Nahrung auch wieder ganz eine wichtige Thematik, aber auch hier, es ist mir eigentlich ein Anliegen, dass man die Lifewave-Patches nicht immer nur einsetzt, wenn man krank ist. Also gerade das X39, habe ich gerade gestern, hatten wir auch noch eine Schulung, ein anderes, also auch über Lifewave, aber wo ich immer sage, du als Berater, wenn du Lifewave machst, du musst jeden Tag X39 geben. Wenn du das eigene Produkt nicht verwendest, wie willst du überzeugend den Leuten erklären, was du machst und wie toll das Produkt ist. Es ist wirklich genial und X39 unterstützt einfach die Vitalität, die Gesundheit, es hilft einfach, ja, dass wir gut durch den Tag kommen. Es unterstützt das Immunsystem und alles und das gehört einfach drauf. Und beim Hund kann man eben auch bei einem jungen, gesunden Hund auch sagen, okay, ich unterstütze den jetzt optimal und klebe zum Beispiel eben auf die Blase 11, das ist der Meisterpunkt der Knochen, das ist beim Schultergelenk oben, klebe ich zum Beispiel ein Carnosin, mache das alle 3 Tage und hinten links, rechts Energy. Gerade eben, wenn der Hund auch Phasen hat, gerade wenn es große Hunde haben, wo sie dann plötzlich mal hinkeln oder komisch laufen, das ist eben oftmals vom Wachstum, das ist ganz normal. Also wichtig ist, diese Klebungen, wie gesagt, die sind in meinem Buch. Mein Buch erhaltet ihr auch bei BestLife. So sieht dann das Cover auf und da seht ihr, das sind so die verschiedenen Klebungen, die wir da gemacht haben und ja, wo ihr nachschauen könnt. Ideal auch, wenn man das den Kunden natürlich auch gibt. Sie werden dann die Patches mehr einsetzen und dieses Buch, wie gesagt, erhaltet ihr bei bestlife.ch. Ja, ich bin eigentlich soweit fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich da. Eben, es sind ja am Anfang Fragen gekommen, die ich leider verpennt habe, sorry. Und die schauen wir doch jetzt miteinander an. Und wenn noch neue Fragen sind, dann bitte meldet euch gerne. Also ich habe aus dem Chat noch eine Frage, und zwar, wenn nicht klar ist, ob es eine Verstopfung oder eine Blasenentzündung ist, wie würdest du da kleben? Wenn nicht klar ist, ob es eine Verstopfung oder eine Blasenentzündung ist. Wer hat die Frage? Könnte mir die Person das direkt fragen? Weil ich, also wenn der Hund, ist es ein Hund oder eine Katze? Es ist eine 15-jährige Katze. Ja. Und sie hatte Ende Jahr sehr viele Probleme mit Blasenentzündungen, immer wieder. Jetzt hat sie so das Anzeichen gehabt, wieder für Blasenentzündung, war aber keine kleine Urin, sondern sie konnte den Stuhl nicht richtig absetzen. Und jetzt ist sie total, also ist gerade heute Abend, sie ist total nervös, unruhig. Und ich habe jetzt X39 geklebt plus Glutathion, aber das Glutathion hat sie gleich wieder weggekratzt. Wann hat sie das letzte Mal Kot abgesetzt? Das ist schwierig, ich habe 3 Katzen, kann ich nicht so genau sagen, aber es hatte Kot drin, leichten Durchfall, hellbraun. Mhm. Ja, da ist natürlich mal, also wenn du nicht sicher bist, oder wenn sie zum Beispiel einen Darmverschluss hätte, gut, da ist, was fütterst du denn? Was fütterst du?
von Wegkonzept, das Nassfutter und Trockenfutter. Okay. Ja, also wichtig ist einfach, ja, Fütterung auch anschauen. Es kann, miaut die Katze viel rum, schreit sie rum? Jetzt ist, ja, sonst nicht unbedingt, aber okay, jetzt schon. Also wenn sie so rumschreien, also das ist dann wirklich fast Schreien, kann man sagen, dann hat das oftmals eben Blasenentzündung, kann auch, können auch Steine sein, die sehr schmerzhaft sind. Ja, ist schwierig. Also denke schon, da musst du auch schauen. Ja, ich, Ferndiagnose ist immer schwierig. Wenn sie Durchfall hat, dann ist es nicht unbedingt das Glutathion. Das wäre dann eben eher bei... Ja, also wichtig ist, denke ich, du musst rausfinden, ist es Verstopfung? Ist es Durchfall? Ja, oder Blasenentzündung? Meistens werden sie ja auch unsauber. Also sie pieseln dann auch irgendwo anders hin. Dann merkst du das eigentlich in der Regel schon auch. Darum bin ich darauf gekommen, dass es eher Verstopfung ist und es hat sehr lange gedauert, bis sie dann etwas Kot absetzen konnte. Ja. Dann klebe ihr mal links, rechts auf den Flanken, also so ja, ein bisschen weiter unten als Blase 23, das heißt so auf den, da wo die Nieren sind, klebt da mal links, rechts, also nach den Oberschenkeln links, rechts ein Energy Enhancer, das gibt Energie in die Gedärme. Okay. Versuch das mal. Ja. Und halt wirklich ablenken. Genau. Kannst du ja dann im Facebook schreiben, wie das war. Danke. Gut, und dann